Hallo und herzlich willkommen zurück zum Rally Adventure von Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Na klar, darf der Opel Manta 400 in diesem Let's Play nicht fehlen. Ein absolut ikonisches Hinterrad angetriebenes Rallye-Fahrzeug, was wir hier schon eine Weile in der Forza Horizon Serie haben. Und ich meine, die Woche steht sowieso alles im Zeichen des Opel Manta, denn Manta Manta 2 läuft ja die Woche in den Kinos an. Und so dachte ich, das passt doch wie die Faust aufs Auge, den müssen wir doch direkt hier im Let's Play ausfahren. Ja, letzte Folge haben wir ja die ersten Events bei Rami gefahren, also die Reaper-Events. Ich habe allerdings angekündigt, dass wir diese Folge zurück zu den Events von Alejandra kehren, also die Asphalt-Rallies. Jetzt haben wir nur ein klitzekleines Problem. Beim Opel Manta 400 können wir leider keine, ich sage jetzt mal, Straßenreifen draufziehen, also Sportreifen oder Semislicks oder so, so wie ich das ja mit dem Alpine gemacht habe für die ersten Apex-Events von Alejandra. Und dementsprechend haben wir da ein kleines Handicap. Wir müssen also mit Rallye-Reifen irgendwie zurechtkommen, die natürlich ein bisschen rutschiger sind. Aber ich glaube trotzdem, dass der Opel Manta 400 einfach vom Grundaufbau da sehr viel Spaß macht. Das Tuning, was ich ja drauf habe, ist auch sehr, sehr gut. Allerdings mehr schon für Schotter-Rallies ausgelegt. Dementsprechend muss ich natürlich jetzt gleich beim Feintuning ein bisschen das Ganze anpassen, damit wir hier auf dem Asphalt nicht die ganze Zeit querfahren. Sieht zwar cool aus und es geht auch richtig gut, aber wir wollen natürlich diese Veranstaltung auch irgendwie siegreich gestalten. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, wie wir das am besten machen. So, der Drift wollte ich mir aber nicht nehmen lassen. Und zwar, wir gehen mal hier rein. Ich würde sagen, wir erhöhen ein bisschen den Reifendruck. So, machen wir mal. Getriebe ist eigentlich okay. Ist ein bisschen lang, aber ist, glaube ich, okay. Da können wir es auch ein bisschen besser dosieren. Dann, ja, hier ist natürlich ein großes Problem. Wir brauchen viel mehr Radsturz bei dem Fahrzeug. Einlenkverhalten ist, glaube ich, okay. Ein bisschen machen wir weniger Nachlauf. Und, ja, wobei, das ist eigentlich okay hier. Dann das. Ja, ich glaube, ein Schwerpunkt ein bisschen senken ist nicht verkehrt, wenn wir mehr auf den Straßenrallys unterwegs sind. Genauso brauchen wir deutlich härtere Federung. Die darf natürlich schon weicher sein. Wir haben ja diese vielen Sprünge und Bodenwellen bei diesen ganzen Wertungsprüfungen. Aber trotzdem, wir sind ja nicht jetzt auf Schotter oder so unterwegs, da darf das ruhig ein bisschen härter ausgelegt sein. Auch Dämpfung darf ein bisschen mehr sein. Auch die Zugstufe darf eigentlich ein bisschen mehr sein. Das sollte kein Thema sein. So, Bremse, gute Frage. Nächste Frage. Ich würde sagen, wir probieren es mal so. Im Übrigen, für diejenigen, die noch nicht so in Forza Horizon affin sind, mit dem Feintuning, wenn ihr euch da nicht auch auskennt, checkt am besten das Haupt-Let's Play aus. Da gehe ich immer ein bisschen mehr drauf ein. Ich möchte jetzt hier in diesem Let's Play nicht zu sehr ins Detail verfallen. Was ich aber vielleicht sagen kann, bei der Bremskraftverteilung, die Werte sind umgedreht. Wenn ich 51% mache, dann ist es nicht vorne, sondern hinten. Klingt komisch, ist aber so und funktioniert tatsächlich auch oftmals sehr, sehr gut. Diff ist natürlich sehr, sehr viel bei dem Fahrzeug. Das ist, finde ich, für Asphalt zu viel. Da reicht auch so eine Sperre. Machen wir hier noch ein bisschen dazu. Und ich glaube, das dürfte schon echt extrem helfen. Der Sandsturm hat sich jetzt auch schon verzogen. Sehr schön. Und ich meine, das Fahrzeug ist einfach geil. Ja, dieser breite Opel Manta 400 im Rally-Spec. Apropos Rally-Spec, auch der hier hat neue Rally-Parts bekommen. Unter anderem die Mudflaps, die man jetzt hier schlecht sieht. Vielleicht so. Die habe ich nämlich jetzt ja dran gemacht. Als auch so ein Schutzbügel vorne, den ich nicht dran gemacht habe. Der sieht irgendwie Panne aus. Aber ja, auch so ein Fahrzeug hat tatsächlich über das Update ein paar Rally-Parts bekommen, was ich sehr cool finde. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier so gestalten können mit dem Fahrzeug. Ich bin sehr gespannt. Könnte auf jeden Fall schwierig werden. Wäre cool, wenn man halt hier auch entsprechende ja, Straßenreifen draufziehen könnte. Was natürlich auch cool wäre, ich habe es ja gerade angesprochen, Manta Manta 2. Es wäre halt auch mal cool, einen ganz normalen Straßenmanta im Spiel zu haben. Nicht nur den Rally-Manta. Sanft geschwungenen Kurven in der Nähe des Canyons. Nun, worauf wartest du noch? Vamos. Vamos. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube, mit der Meinung wäre ich nicht alleine. 3, 2, 1, los! Am besten noch mit dem Breitbau-Kit aus dem Manta Manta-Film. So, okay, wir müssen aufpassen. Ich muss mich konzentrieren, weil hier könnte jeder Quersteher echt wehtun. So, in die Halle rein. Dafür können wir bestimmt super gut hier und da ein bisschen cutten durch den Dreck, weil wir einfach den Grip dann haben durch die Reifen. Ja, ich habe natürlich mir auch überlegt, ob ich wie beim Alpine natürlich ein eher typisches Straßenfahrzeug aufbaue und dann so ein bisschen Asphalt-Rally trimme. Hab dann überlegt, ein Porsche Cayman oder sowas wäre doch bestimmt ganz cool. Aber ja, schlussendlich dachte ich, nee, komm. Irgendwie Manta, das hat es mir irgendwie angetan. Dann eben auch diese
dieser Bezug jetzt zum Film einfach. Und ja, ich dachte einfach, warum nicht? Warum sollten wir den nicht jetzt fahren? Und ich denke, so gerade ein hinterradangetriebenes Fahrzeug macht noch vielleicht bei Asphalt-Rallys am meisten Sinn. Natürlich könnte man den hier auch auf Allrad umbauen. Oh, habe ich auch schon zum Teil gemacht in der Hauptwelt, aber irgendwie hat das ja auch was mit der Hinterachse so ein bisschen zu kämpfen. Ja, und ihr hört natürlich jetzt hier kein Anti-Lag, Turbo, irgendwas, weil natürlich kein Turbo verbaut ist. Und das werde ich jetzt auch nicht verbauen, weil das hat er halt einfach nicht. Aber ich glaube, da kommen wir trotzdem ganz gut zurecht, wenn wir heute mal nicht das Geböller die ganze Zeit haben. Man merkt schon, das Fahrzeug ist schon natürlich am Kämpfen. Ich bin auch am Kämpfen. Nicht zu sehr in den Drift zu kommen. Nur dann da, wo es halt vielleicht sinnig ist und leichter Slide. Aber ihr seht, wir schaffen es trotzdem, uns irgendwie nach vorne zu kämpfen. Hier können wir auch ein bisschen cutten. Sehr schön, genau das meine ich. Da können wir ja dann vielleicht das etwas mehr Profil, was wir auf dem Reifen haben, auch ausnutzen. Ich glaube schon, dass wir das sehr erfolgreich hier mit dem hier gestalten können. Vielleicht können wir ja auch die ein oder andere Driftzone heute angehen. Auch wenn das nicht Teil von Alejandras Aufgaben sind, aber ich habe mich da ja auch eher auf die Rennen bezogen. Aber jetzt will ich auch erstmal alle Rennen freischalten und vielleicht sogar auch gewinnen. Oder zumindest mal fahren. Gewinnen steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber bis jetzt waren wir sehr erfolgreich, was die Siegesbilanz angeht. So, bis jetzt waren wir eigentlich vorne. Ich bin mal gespannt, ob es auch gereicht hat für einen weiteren Sieg in unserer Rallye-Adventure-Karriere. So ist es. Ja, gegen Ende hin macht man meistens dann nochmal echt Boden gut. Just Rappen. Gleich drei Glitzerzonen. Jeder weiß, dass wir die technisch versiertesten sind. Aber wenn wir dieses Ding gewinnen wollen, müssen wir abheben. Okay. Da haben wir es, der Canyonweg. Das klingt ja schon mal geil. Ist sogar ein bisschen nass, alles klar. Hier lang, jawohl. Einfach der Straße folgen. Dann sollten wir hinkommen. Ja, jetzt haben wir wieder Traktionskontrolle. Was natürlich hier vielleicht nicht verkehrt wäre, aber ich fahre halt einfach lieber gerne ohne. So. Aber Fahrhilfen, sage ich immer, so wie es dir am besten gefällt, so wie du am besten zurechtkommst. Ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. So, Stufe 7. Uah, haben wir erreicht. Ich denke auch mal, dadurch, dass wir hier direkt weitermachen, wird es dann auch das erste Team sein, wo wir das quasi Finalrennen bei dem Team freischalten. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich das heute angehen möchte. Ich habe mir so gedacht, wir machen jetzt hier erstmal bei Alejandra heute so ein bisschen mehr und dann halt beim nächsten Mal vielleicht bei Alex und dann wieder bei Rami und dann gehen wir vielleicht die einzelnen Rennen an bei denen. Dass wir immer so ein bisschen Step-by-Step uns hocharbeiten, nicht so alles auf einmal bei einem Team. Sordele. Dann. Gehen wir das Ganze mal an. Ja, man hat auch ganz kurz im Vorschaubild den Ford GT70 gesehen. Der hat auch neue Teile bekommen. Wäre natürlich auch ein interessantes Fahrzeug, definitiv. Okay, achte auf enge Kurven und gefährliche blinde Kuppen. Du solltest in der Lage sein, einige von ihnen zu schneiden. Die Kurven meine ich, nicht die blinden Kuppen. Ja, ich habe mir aber gedacht, dass wir vielleicht in den nächsten Folgen auch so Step-by-Step so ein bisschen die Fahrzeugklassen erhöhen, dass wir halt leistungstechnisch dann bei den nächsten Folgen dann schon etwas krassere Rallye-Kaliber auspacken. Aber jetzt erstmal hier, das ist, glaube ich, Kaliber genug, gerade auch mit der nassen Fahrbahn. Wobei, bei der nassen Fahrbahn sollten eigentlich die Reifen mit ein bisschen mehr Profil sogar eher helfen als ein Nachteil sein. Mal gucken, ob das sich so in der Praxis bewahrheitet. Aber ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich finde, die Beleuchtung ist einfach ein bisschen anders als im Hauptspiel. Das habe ich ja direkt in der ersten Folge hier schon gesagt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, so ein bisschen anders ist die Beleuchtung. Ist nicht besser oder schlechter, sie ist einfach nur ein bisschen anders. Und das ist ja auch schön, wenn man ein bisschen auch dadurch nochmal einen Unterschied hat. Alles im leichten Slide hier.
Also hier kommen die Querfahrer heute ein bisschen auf ihre Kosten. Und solange er es in einem angenehmen Winkel hält, kann es auch sogar schnell sein. Da schneiden wir einfach jetzt mal drüber. Ein paar Stolpersteinchen da räumen wir einfach weg. Let's go. Gucken, ob wir da ein bisschen aufgeholt haben. Jawohl. Wahrscheinlich könnte ich sogar auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad die Dinger angehen. Bis jetzt haben wir am Ende meistens es relativ dominant gestaltet, aber ja, ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier unbedingt so einen krassen sonstigen Anspruch brauche. Mir geht es hier mehr ums Erlebnis und ich denke, dir wird es hier im Let's Play auch eher so ums Erlebnis gehen und die Freude, die ich da einfach daran habe. Und die habe ich definitiv. Also ich denke, man merkt das auch so ein bisschen an meiner Stimme, dass ich echt hier Laune habe. So, das hat einfach echt gefehlt in Forza. So ein bisschen mehr typische Rallye-Etappen. Und das haben wir hier definitiv, egal ob das jetzt auf Schotter, Sand oder eben hier Asphalt ist. Das ist schon richtig geil. Wie gesagt, nach meinem Geschmack dürften die Wege ruhig auch nochmal ein bisschen enger oder schmaler sein. Aber so die Kurvenkombination, wie sie kommen, das ist schon sehr, sehr geil. So, dann mal gucken. Ich habe jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, wie viele Rennen wir hier noch brauchen, aber ich schätze mal wahrscheinlich nur noch eins oder das war sogar schon das letzte. Auf jeden Fall kommt auf der Map jetzt nichts. Also wir sind auf Stufe 7. Okay. Wir gucken einfach ganz kurz mal, wie es denn da ausschaut gerade. Alle deine Ergebnisse und Herausforderungen sind hier. Ich hänge Papa Fernandos Bild später auf. Okay. Könnte jetzt aber sein, dass uns wirklich einfach jetzt noch ein paar Punkte fehlen für die nächste Stufe. Ich meine, wir können ja mal gucken bei Alejandra. Das ist, glaube ich, da oben das Rennen. Was fehlt denn da noch? Ja, also es fehlt ein Rennen und auch Stufe 8. Aber das kriegen wir doch heute hin. Dann gehen wir doch einfach mal so eine Blitzergeschichte an, hätte ich jetzt gesagt. Ja, könnten wir sogar im Schotter machen, weil das Fahrzeug ja auch Schotter kann. Aber dann würde ich sagen, schalten wir ganz kurz auch wieder die Map dazu. Die Map habe ich ja eben aus. Einfach zwecks ein bisschen Anspruch darf ja dabei sein. Gucken wir mal. Reicht ja auch schon, einfach einzelne Sterne zu verdienen. Müssen ja nicht gleich drei sein. Das können wir gerne auch nochmal separat angehen, dass wir alle PR-Stunts dann auch auf drei Sterne machen. Ich meine, für drei Sterne bei PR-Stunts brauchst du sowieso meistens so richtig übertrieben krass aufgebaute Fahrzeuge. Und da sind wir ja noch nicht. Wie gesagt, ich möchte mich so langsam steigern. Jetzt haben wir am Anfang so mehr mittlere A bis hohe A, zum Teil ganz niedrige S1-Klasse gefahren. Und dann einfach jetzt in den nächsten Folgen gehen wir da halt bisschen höher in der S1-Klasse. Wie gesagt, da gibt es ja auch ein paar andere wilde Fahrzeuge. Richtige WRC-Kisten oder sogar Rallycross-Fahrzeuge, die dann an die 600 PS gehen. Und 600 PS natürlich im Rallye ist schon echt heftig. Also gucken wir mal, wie viel wir da drauf kriegen, ob es überhaupt reicht für einen Stern. So einfach, würde ich behaupten. Aber ja, für einen Stern hat es schon mal gereicht. Sehr schön. Sogar für zwei. Guck mal an. Das ist nicht schlecht. Für ein A800-Fahrzeug finde ich das schon stark. So, was haben wir denn hier noch? Er hat mir direkt eine Route irgendwo hingesetzt. Warum? Er hat so einen Teufel bei Blitzerzone. Ah, eine Blitzerzone. Okay, ja komm, dann machen wir die. Wenn er die mir vorschlägt, dann ziehen wir das so einfach durch. Na, sag ich nicht nein. Ja, dadurch, dass ich mich natürlich sehr auf die Rennen jetzt am Anfang committed habe, ist es halt auch so, dass ich sehr selten sogar auch reingucke, was gibt es denn sonst noch so für Aufgaben. Aber doch, das werden wir natürlich in den kommenden Folgen mehr und mehr anschauen. Und ich denke, Aufgaben gibt es genug. Und ich habe es ja auch schon gesagt, wenn wir dann auch mehr sonstige Aufgaben machen, dann können wir gerne auch mal
mehr so typische Offroader auspacken. Aber so was die Rennen betrifft, da würde ich schon gerne Rallye-Fahrzeuge fahren. Und eben jetzt nicht so Trophy-Truck sonst was. Bin ich mal gespannt. Ob wir da auch ein Sternchen im Ganzen abluchsen können. Verkehr ist ja geghostet hier. Ja, für ein Sternchen hat es wohl gereicht. Ne, zwei Sterne sogar. Mussten wir sogar auch schaffen. Und haben wir auch geschafft. Sehr gut. Also mit so einem ganz normalen Aufbau würde ich sagen, zwei Sterne sind wahrscheinlich bei sehr vielen Sachen drin. So, und jetzt haben wir aber ein Rennen. Gewinne, Sender, das ist jetzt quasi neu. Oder ich habe das auch übersehen, dass wir da noch ein Rennen hatten. Nee, jetzt wird es erst freigeschaltet. Sehr gut, noch mal Pizza. Ich habe diese neuen Rallye-Etappen vorbereitet. Ah ja, perfekt. Willst du sie jetzt fahren oder... Warte, wer hat bei Apex Predators das Sagen, du oder ich? Wir beide. Aber ganz ehrlich, bevor wir dahin fahren, auch wenn das jetzt nichts mit Apex Predators zu tun hat, ich würde gerne auch mal eine Driftzone probieren. 90.000 für drei. Ich glaube, zumindest mal zwei Sterne sollte auch hier mit dem klar gehen. Weil der ist schon sehr cool slidey auf jeden Fall. Oh, hab ich's verpasst, aber egal. So, auf geht's. Die Straßen sind schon geil. Da kann man nichts gegen sagen. Ah, das ist jetzt hier unten. Ah, okay. Ich erkenne Dinge wieder. Und da oben ist doch so ein Schild. Moment, das muss ich kurz mitnehmen. Oh, das ist ein anderes. Ah, nee, das ist eine andere. Ah, ich dachte, das ist ein anderer Lift. Das ist wahrscheinlich die andere Seite von dem Lift hier. Okay. Alles klar. Ah, Seilbahn. I see, I see. So, komm, let's go, das kriegen wir hin. Ist aber cool, wenn du auf der Map was markierst, dann hast du automatisch das Links auch als Aufgabe. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das einigermaßen in einem schönen Slide vielleicht auch schon beginnen können. Das ist verkehrt, mit ein bisschen Tour vermasselt hier, die X-Klasse. Die X-Klasse übrigens eines der Fahrzeuge, was auch größere Reifenprofile bekommen hat. Also da kriegen wir doch easy die drei Sterne hin. Das Auto will halt einfach quer. Und die nicht ganz so krippigen Reifen helfen da natürlich. Sehr cool. So, aber wir machen jetzt, wie gesagt, das Rennen. Oh, wir sind hier auch direkt aufgestiegen. Okay, unabsichtlich. Ich wusste, dass wir extreme Bedingungen brauchen, um es den anderen Rallye-Teams gegenüber fair zu machen. Aber du brauchst wohl eine noch größere Herausforderung, oder? Ja, wer weiß. So, aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Das war so auch der Plan. Aber so eine Driftzone wollte ich jetzt trotzdem mal mitnehmen. Das wollte ich nicht verpassen, wenn wir hier mit Manta unterwegs sind. So, auch ein bisschen Cockpit-Sicht-Action mache ich viel zu wenig in diesem Let's Play. Aber liegt einfach daran, dass ich meistens gerade, wenn alles so ein bisschen neu ist, in dem Fall jetzt vor allem die Welt neu ist, dann finde ich, hilft es halt extrem, eher aus der Third Person zu fahren. Bei so einem Arcade Racer, finde ich, ist es auch die primäre Sicht, also zumindest mal für mich. Ich meine, Cockpit gibt es ja noch und nöcher bei anderen Rennspielen, / Rennsimulationen hier auf dem Kanal. Aber klar, auch in Forza möchte ich gerne hier und da mehr die Cockpit-Sicht zeigen. Aber in den Rennen erstmal. Solange ich sie nicht kenne, ist mir das dann doch lieber so aus der Außensicht erstmal. So, voilà. Ja, aber so klein und schnuckelig eben diese Welt ist hier, weil es wahrscheinlich schon eine der kleineren Expansion-Welten, die wir bis jetzt hatten, ich finde sie trotzdem echt gelungen.
Bis jetzt habe ich mich auch noch nicht dran satt gesehen. Gut, okay, ich bin jetzt in der 5. Folge. Wäre schlimm, wenn ich mich jetzt schon dran satt gesehen hätte. Uhuhui. Gekonnt. Gekonnt, gekonnt. Okay, let's go. Vamos, ne? Dies ist die Strecke mit der Felsbildkunst. Tausende von Jahren mexikanischer Kultur, die du nicht zu Gesicht bekommst, weil du mit engen Kurven, Haarnadelkurven und Sprüngen beschäftigt sein wirst. Sorry. Kein Problem. Mach ich gern. Da könnt ihr ja als Zuschauer dann ein bisschen Sightseeing betreiben. Das ist ja das Schöne. Da seht ihr meistens mehr als ich, weil ich mich dann doch ein bisschen aufs Fahren konzentrieren sollte. Fahren und kommentieren und noch Sightseeing. Ne, das ist zu viel Multitasking. Das geht auf keinen Fall, klar. So, richtig geil schneller Abschnitt hier. Muss nur aufpassen, dass ich ja den Bremspunkt nicht verpasse. Sieht aber gut aus. Let's go. Habe ich ja schon mal gesagt, so diese um die A800-Klasse, ja. Bisschen plus in S1 rein, aber auch gerne ein bisschen drunter Richtung B700, so die Ecke. Ich glaube, das ist so mit die angenehmste Klasse für diese Expansion. Ich sag's ohne Witz. Also die Leute, die meinen, sie müssen hier mit S2-Bombern fahren, klar geht es auch. Aber ich glaube, der Spielspaß ist mit solchen Fahrzeugen, wie ich es bis jetzt gemacht habe, echt mit am besten. Und klar, das heißt jetzt nicht, dass ich die Aussage von vorher revidiere, dass ich jetzt auf einmal doch mit langsameren Fahrzeugen weitermachen möchte oder mit dieser Klasse weitermachen möchte. Ich möchte mich schon ein bisschen steigern. Darf ja gerne auch ein bisschen Anspruch dazu kommen, das war jetzt nicht so gut gefahren. Ja, aber trotz Asphalt hier echt nicht ohne diese Abschnitte. Genau, da war jetzt die andere Seilbahn. Mal gucken. Also stellenweise habe ich auf jeden Fall Zeit verloren. Aber wir bleiben trotzdem ganz knapp vorne. Es ist aber Kopf an Kopf Rennen. Irgendwann passiert's. Irgendwann passiert's. Dann gewinne ich nicht. Aber das muss noch nicht jetzt sein. So, Schlussspurt. Das ist nicht ganz optimal hier angefahren. Rum da. Ja. Jetzt wollte er irgendwie nicht so ein bisschen leichtes Übersteuern haben, sondern jetzt hat er eher ein Untersteuern gehabt. Ja, das ist nicht immer so einfach, Fahrzeug so hinzubewegen, wie man es braucht. Das ist die Kunst dabei beim Rallye-Fahren. So. Vollgas bis ins Ziel, würde ich sagen. Und das hat, denke ich, gereicht. Jawohl. Auf dem ersten beendet. Also die Siegeserie reißt nicht ab. Schluss mit den Spielchen, Superstar. Es wird Zeit rauszufinden, wer der beste Fahrer der Apex Predators ist. Wir sehen uns an der Startlinie und möge der beste Miron gewinnen. Ja, jetzt sehen wir auch oben, wo wir die drei Teams haben, dass jetzt Stufe 9 wohl wirklich die letzte ist und man halt bis zu 4900 dieser Punkte gewinnen kann. Also wenn man es einfach komplettieren will, muss man aber nicht machen, weil ich glaube, das ist ziemlich ersichtlich, upsala, dass man einfach eben, wie gesagt, diese Einzelnen besiegen muss rechts und dann kriegt man eben Skoliath und das wird das Finale sein. Nur um halt eben auf die 100% zu kommen, kannst du halt eben diese ganzen Aufgaben hier entsprechend erledigen und das ist ja auch ganz cool. Gewinne das Spitzenrennen, genau. Da kriegen wir auch nochmal ein Fahrzeug, auch sehr cool. Aber genau, da gibt es ja noch mal ein paar mehr Aufgaben. Das kann man ja dann auch nach und nach machen. Ich würde sagen, ich habe gesagt, wir sind heute hier ein bisschen unterwegs. Dann machen wir jetzt vielleicht noch ein oder zwei Blitzer- bzw. Blitzerzonen. Und da er mich eh schon zur nächsten Aufgabe leitet, warum dann fahren wir da einfach direkt hin. Wenn du gewinnst, kannst du mein Auto haben. Papa Fernando und ich könnten ohnehin ein neues bauen.
Ja, ich sag da nicht nein. Da, also, ich nehme mich mit. Aber noch fahren wir das nicht. Ich würde nämlich sagen, wir machen erstmal, dass wir auch bei den anderen Teams entsprechend das Spitzenrennen freischalten. Aber ich denke mal, das sollten wir bei jedem der anderen Teams auch direkt in den kommenden Folgen schaffen. Sprich, wenn ich jetzt nächste Folge wieder bei Alex unterwegs bin, sollten wir das schaffen. Ich meine, Stufe 8 sind wir dort schon. Dort müssen wir nur das letzte Rennen noch fahren. Dann haben wir das auch direkt freigeschaltet. Und bei Rami, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Aber auch da, denke ich, schaffen wir in einer Folge das bis zum Spitzenrennen. Und wenn wir die dann freigeschaltet haben, dann geht's darauf hin zu den entsprechenden Rennen. Das heißt, wenn alles nach Plan läuft, dann ist in der überübernächsten Folge das Rennen mit Alejandra dran. Könnte natürlich auch alle Spitzenrennen quasi in einer Folge machen. Aber wie gesagt, man muss sich auch nicht hetzen lassen. Wenn wir eh noch andere Aufgaben haben, warum sollten wir die nicht machen? Es gibt auch mir die Möglichkeit, einfach auf verschiedene Fahrzeuge auszufahren, wenn ich sage, jede Folge ist so ein anderes Fahrzeug so ein bisschen im Fokus. Und mit Fokus war das schon ein Spoiler auf dem Ford Focus? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, das wird jetzt interessant. Mit dem tiefen Sand hier, mit dem Hinterrad angetriebenen Manta. Uiuiui. Ah, da fährt sich nämlich hier ganz mal schnell fest. Oje, oje, das wird schwierig. Ob ich da überhaupt diese zwei Sterne hinbekomme, die er da verlangt, das wird jetzt eine Challenge. Aber ich versuch's. Ich versuch's. Am möglichst viel Schwung mitnehmen, würde ich sagen. Das ist der Trick. Sandfahren ist wie wahrscheinlich auf Eis fahren, ein bisschen untertourig. Eher mal ein Shortshift machen, dass man nicht zu viel durchdrehte Räder hat. Weil sich das echt nicht vermeiden lässt, ich bin ganz ehrlich. Komm, 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 fast Grip. Ich brauche Geschwindigkeit, fast Grip. Oh Gott. Boah, das wird nichts. Oder? Reicht das? Doch, hat gereicht. Okay, krass. Ja, unterschätze den Manta nicht. Und guck mal, da vorne ist gleich die nächste Aufgabe. Let's go, komm. Zieh durch, du kannst das. Ich habe Vertrauen. Das hat aber nicht für zwei Sterne gereicht. Nein. Doch, hat gereicht. Achso, das, was er vorschlägt, ist was anderes. Okay, never mind. Aber das ist jetzt voll weit, oder? Da porte ich mich jetzt, glaube ich, mal. Weil sonst fahren wir wieder halbe Weltreise. Ich porte mich jetzt einfach mal hier oben hin. Da waren wir nämlich gerade. Da machen wir nämlich da jetzt mal noch ein paar von den PRs. Auch wenn sie noch nicht auf drei Sterne sind, wie gesagt. Das können wir auch nochmal komplettieren. Aber einfach, dass wir da schon mal ein bisschen was haben. Warum nicht? Ich meine, für die Aufgabe reichen zwei, wie man sieht. Aber ich denke mal, dass hier und da gibt es auch irgendwo so eine krasse Aufgabe. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, was heißt, mache alle auf drei Sterne oder so. Können wir ja gerade mal schnell gucken. 100 Pro gibt es da hier. Dass, wenn man hier ist, gibt es bestimmt irgendwas. Ja, schließe jede Erwerbsherausforderung außer diese ab. Hä? Achso, okay. Also alles haben. Außer das, dann hast du also alle von diesen hier. Okay, und hier haben, genau, hier, guck mal, erhalte drei Sterne bei allen Blitzerzonen und Blitzer. Da ist es dann. Das ist zwar dann nur eins, gibt auch nicht so viel, aber trotzdem, wenn man es halt komplettieren möchte, dann muss man das so machen. Okay, cool. Ja, mal gucken. Also solche, sag mal, krassen Sammelaufgaben habe ich ja zum Beispiel bei Hot Wheels auf einen Livestream gelegt. Hier, weiß ich noch nicht, hier mache ich vielleicht auch im Let's Play, weil hier sehe ich das irgendwie spaßiger an. Mal gucken, habe ich noch nicht entschieden. Schauen wir einfach mal. Ich meine, es gibt ja echt ein paar coole Fahrzeuge, die wir hier einfach mal auspacken können. So, jetzt machen wir aber hier noch die Blitzerzone. Auf hoffentlich zwei Sternen. Auch wenn das jetzt hier schon mal nicht gut gefahren war. Aber unterschätzt den Manta nicht. Komm. Jawohl. Jawohl. Und direkt den Abflug ins Wasser. Ja, das Auto muss ja auch wieder gewaschen sein. So. Und jetzt schlägt auch vor, gewinne das Spitzenrennen. Aber nicht heute. Aber nicht heute. Komm, eine Driftzone mache ich jetzt nochmal. Ja, auch wenn es damit nichts zu tun hat. Aber komm, die machen wir jetzt. Da fahren wir jetzt einfach schnell rüber. Zum Abschluss der Folge machen wir das jetzt noch.
Weil das kann der doch so gut. So. Let's go. Ich kürze mal ein bisschen ab, wenn wir eh hier überall durchfahren können, als gäbe es kein Morgen mehr. Dann machen wir das mal. Was hier ein bisschen fehlt, ich weiß, manche hassen sie, aber Wegbereiter, oder? So ein bisschen Wegbereiter-Events. Hätte man doch mit den Sprüngen so ein bisschen machen können. Aber gut. Ich denke, einige freut es, dass es die nicht gibt, sondern nur die klassischen PR-Stunts. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich die Uhr hier nicht abfliege. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel ich brauche für drei, weil ich glaube, auch hier wieder sollten drei möglich sein. Auch wenn hier berghoch das schon schwierig ist, jetzt wenn man da... Weil hier ist jetzt die Gefahr echt krass, dass ich mich wegdrehe dabei. Weil jetzt geht es auch wieder bergab, also alles gut. Ah, wobei, ich glaube, das könnten jetzt keine drei geben. Oder? Mal gucken. Doch, sind drei. Okay, hab nichts gesagt. Unterschätze den Manta nicht. Okay, wunderbar, Leute. Dann soll es gewesen sein mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Dann geht's nächste Folge weiter mit den Events bei Alex, dass wir da auch das Spitzenrennen, wie gesagt, freischalten. Und natürlich können wir dann da auch ein paar PR-Stunts und so weiter mal angehen. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall genug zu tun. Ich bin raus, mach's gut und bis denn. Ciao!